Sample-Minded, unsere bayerische Band, unser bayerisches Kollektiv der Woche. Vielen Dank für diese sehr, sehr, sehr schöne Musik. Wenn ich euch so angucke, dann würde ich doch sagen, ihr seht aus wie eine Band. Ihr selber sagt aber, ihr seid ein Künstlerkollektiv. Wieso war dieser Begriff Band zu eng für euch? Weil es ja nicht bloß die Leute sind, die man gerade gesehen hat, die Sample-Minded ausmachen. Also wir haben Leute, die noch Visuals machen, die Musikvideos machen, die Fotos machen und bildende Künstler. Also da hatten wir jetzt nicht Lust, die alle heute mit ins Studio zu nehmen, beziehungsweise wäre wahrscheinlich ein bisschen zu voll geworden, aber genau. Wir sind der Wu-Tang Clan der undefinierbaren Musik. Ja, die haben wir einfach alle zu Hause gelassen. Wie ist es denn? Also zu einer Bandprobe muss man ja kommen, wenn man in einer Band ist. Ich glaube, bei einem Kollektiv kann ich mir vorstellen, ist es auch wurscht, wenn der Schlagzeuger und der Bassist mal in Barcelona sind. Ist es bei euch auch so? Also wir sind schon flexibel im Proben, weil wir halt auch sehr viel mit produzierten Spuren arbeiten, die dann da mitfliegen sozusagen in den Live-Umsetzungen. Und wir haben schon alle Spuren auch so noch da aufgenommen, aber es ist natürlich immer gut, wenn alle da sind. Also es ist schwierig, ohne Bassist oder Schlagzeuger zu proben. Es ist halt dann nicht die gleiche Energie. Maschinen können uns Musiker nicht ersetzen. Wenn ihr vollzählig seid, seid ihr über 8 Leute, glaube ich. Das klingt für mich auch so ein kleines bisschen wie so ein Sackflöhe. Habt ihr sowas wie einen Manager, der nichts anderes macht, als euch zu koordinieren, oder schafft ihr das auch selber? Schön wär's. Nein, also er ist das Gehirn und wir sind die Gliedmaßen der Band. Und manchmal ist es aber auch so, dass der Organismus Sample-Minded manchmal eine Nervenkrankheit hat und dann kommt das Gehirn nicht ganz an die Gliedmaßen, aber das passiert nur ganz, ganz, ganz selten. Ansonsten ist immer top, das Gehirn sagt was und jeder Finger wird gerührt. So ist es bei uns. Ganz viel von eurer Musik kann man sich ja auf eurer Homepage anhören und sogar runterladen. Ihr steckt ja da wahnsinnig viel Energie und Arbeit rein, stelle ich mir mal vor. Gebt eure Musik dann für umsonst her. Wollt ihr nicht auch was verdienen damit? Ja, aber ehrlich gesagt kann man mit CD-Verkäufen nichts mehr verdienen. Also deswegen kann man den Leuten auch die Musik schenken und sie freuen sich und es verbreitet sich so viel besser. Ja, und es ist ja so, das ist ja der Anfang. Wir bringen ja dann auch eine EP jetzt raus, die dann gepresst rauskommt. Und das ist ja so... ja, sogar zwei EPs. Ja, zwei EPs. Und man muss sich vorstellen, wenn man bei einem Date ist und dann gibt man nichts von sich preis und dann erwartet man, dass die andere Person einen irgendwie interessant findet. Und so ist es bei uns. Wir stellen uns vor bei dem Date und dann kommt die Resonanz von der Person gegenüber, ob sie auf ein zweites Date haben will. Und so machen wir das eben. Und dann wird abkassiert. Ja. Ein bisschen was, glaube ich, springt bei euren Konzerten aber schon für euch ab. Und ich empfehle euch allen, guckt euch Sample-Minded live an. Die Termine könnt ihr auf der Homepage erfahren, www.sampleminded.net. Und damit danke ich euch sehr, dass ihr da wart. Unsere bayerische Band der Woche, unser bayerisches Kollektiv der Woche. Und ich gebe zurück zu euch an den Bus.